Leben eines so. Influencers. Ich denke, es ist das erstmal was Besonderes für unsere Fans. Ja, da sind ja doch einige dabei, die fast jedes Trainingslager besuchen. Für die ist es schon Tradition, diese Trainingslager zu besuchen. Und ja, wir versuchen sie so weit es geht mit einzubinden in unseren Tagesablauf, dass sie dann auch das Gefühl haben, dass sie dazugehören. Erste Trainingseinheit des HSV-Trainingslagers in Portugal ist passé. Etwas über 2 Stunden ging es. Wir sind schon wieder zurück im Hotel, genießen jetzt endlich mal bei Tageslicht auch den Ausblick aus unserem Hotelzimmer. Ja, wir sind schon wieder im Auto. Es geht los zur zweiten Trainingseinheit des Tages, zur zweiten HSV-Trainingseinheit im Trainingslager in Portugal. Ja, die zweite Trainingseinheit des Tages ist passé. Wir sind im Mannschaftshotel. Das nimmt schon wieder auf, ja? Scholle schreibt noch fleißig den Blog und wir warten auf Tom Mickel. So, das Tagebuch mit Tom Mickel ist aufgezeichnet. Das wird jetzt noch schnell zusammengeschnitten und jetzt verabschieden wir uns für den heutigen Tag von dem Portal des Spielerhotels und wünschen einen schönen Abend. Hoffen, es hat euch wieder gefallen, diese Einblicke. Wir freuen uns über ein Abonnement unseres Kanals und sehen uns morgen wieder. Bis dahin, alles Gute, ciao.